Hallo und herzlich willkommen zu einer riesengroßen Verbeugung vor euch allen, vor der gesamten Community, die mich auf YouTube und Facebook abonniert, BZW geliked haben. Mittlerweile 15.157 Leute auf YouTube, 2.340 auf Facebook, echt Wahnsinn. Ja, bin deswegen ein bisschen geplättet. Natürlich hat sich das die letzten Wochen schon ein bisschen angedeutet, dass wir uns der 15.000 nähern und dann kam sie auch und ja, ich wollte das nicht so zwischen Tür und Angel unter der Woche machen, weil da irgendwie ziemlich viel los gewesen ist. Und habe gesagt, nee, komm, ich mach das mal auf dem Sonntag, ganz in Ruhe, denk auch nochmal ein bisschen drüber nach. Und ich kann euch ja mal ganz kurz erzählen, wie es überhaupt kam. So, wie habe ich angefangen, wie bin ich zu World of Tanks gekommen? Also zu World of Tanks selber bin ich gekommen und auch zu YouTube über den guten Broken, wie den, denke ich mal, viele von euch noch kennen werden, mit dem ich damals sehr gut befreundet war. Und bin dann ihm ganz normal so als Kumpel einfach, ne, wir sind zusammen gefahren und er hatte das dann ab und zu mal aufgenommen und so und dann daraufhin schrieben mich dann doch einige Leute an, Mensch, willst du nicht mal selber ein Let's Play machen, mach doch mal alleine. Und ja, so kam das dann halt und bin ich halt, habe ich mein erstes Video damals bei der Hellcat gemacht und war super nervös und es kam ganz gut an. Wurde ermuntert weiterzumachen, auch der damalige Clan, die DCA hat mich da echt ermuntert und sagte, Mensch, super, klasse und so. Und dann kam mir irgendwann die Idee mit der Panzerfahrschule, ich sage ganz bewusst mir die Idee, weil Broken hat es in seinem Video, in einem Ankündigungsvideo als seine Idee angetan, dem ist nicht so, um das nochmal kurz gerade zu stellen. Ich habe ihm von meiner Idee beim Telefonat erzählt und leider hat er es dann 2 Wochen später als seine Idee YouTube kundgetan, war ein bisschen ärgerlich, vertrauensvoll ist was anderes, aber nun gut, das nur einmal zur Klarstellung, weil ich ein paar Mal darauf angesprochen worden bin. Also wie gesagt, die Idee kam von mir, die habe ich ihm per Telefon erzählt und das soll zu dem Thema dann auch letztendlich abschlussmäßig alles gewesen sein. Ja, wie gesagt, die Panzerfahrschule mit dem Depak, nur mit der Dega, ja, läuft ganz gut. War ja auch ein bisschen radern, sage ich mal so, das letzte halbe Jahr, wo es ein bisschen weniger war, was daran liegt, dass ich mir ein Haus mitgekauft habe und da ist natürlich sehr viel Arbeit dran und da war ja dann auch sowieso viel Arbeit, viel im Privaten und dann fällt natürlich einiges hinten runter und ich sehe halt YouTube wirklich komplett als Hobby, nicht als Beruf an, wie einige meiner Kollegen, die das auch total toll machen, aber für mich ist es rein hobbymäßig, ich mache das einfach so, wie ich Bock habe, also mir macht das unwahrscheinlich viel Spaß, aber man muss natürlich auch die nötige Power dazu haben. Ich sag mal, wenn man da abends, ich denke mal, jeder kennt das, diejenigen von euch, die noch in der Schule sind und was ich habe, meinen ganzen Tag Schule, ist man abends platt oder die von euch arbeiten oder so weiter, kommst abends nach Hause, bist völlig gerädert irgendwie, hast am Haus oder privat natürlich auch noch was zu tun und dann irgendwie noch die diese Lockerheit aufgeben, ne? Dieses Hey und herzlich willkommen und so. Ich möchte das nicht spielen, sondern entweder ich bin es oder ich bin es nicht. Und ich mache halt, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, ich mache das wirklich nur, wenn ich da wirklich Lust zu habe, wenn ich gut drauf bin, wenn ich sage, ich habe da Lust drauf. Ne? Also wie gesagt, das ganze Thema macht mir unwahrscheinlich viel Spaß, aber wenn, möchte ich halt dann auch versuchen, jedenfalls dann die nötige Qualität abzuliefern und das nur mal als Erklärung, warum manchmal auch halt auch nichts kommt oder mal auch eine Woche Ruhe ist oder so, damit die Leute oder ihr das mal wisst. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Also ich bin ja vor kurzem Community-Contributor geworden und viele sehen es als Auszeichnung. Ich weiß nicht, es ist für mich, ich sehe es so ein bisschen, habe ich auch schon in einigen Interviews mal gesagt, ich sehe es so ein bisschen für mich persönlich als Möglichkeit, nachhaltig fürs Leben so ein bisschen was mitzunehmen. Jetzt wird der einige andere denken wahrscheinlich, hä, wie fürs Leben, das ist ein Game, hat der eine Macke? Ja, das auch, aber nee, es geht mir so ein bisschen um diese Offline-Events, ne? Also wie zum Beispiel die Gamescom, wie zum Beispiel Bovington oder so weiter. Was anders in Anführungsstrichen gar nicht möglich gewesen wäre halt, ne? Weil man kann, ich sag mal, wenn man jetzt alle Events mitnimmt, sei es Bovington, sei es die Gamescom, sei es dies, das, jenes, was es alles so möglich gibt, das kostet natürlich alles eine Menge Geld und wenn man natürlich als Community-Contributor so ein bisschen die Möglichkeit hat, dass man natürlich auch ein bisschen von Wargaming unterstützt wird, dass man Flug übernommen wird oder so weiter, dann ist ja klar, denn das sind Erlebnisse, ich sag mal, das werde ich auch in 10 Jahren noch wissen und dafür bin ich unwahrscheinlich dankbar und daran tragt ihr natürlich alle echt euren Anteil, weil ohne euch wäre das alles nicht hätte das alles nicht funktioniert und das finde ich wirklich toll und also ich denke mal, so ein bisschen Demut, Bescheidenheit sollte immer irgendwo jedem gegeben sein, genauso wie der jeweilige Respekt jedem anderen gegenüber. Deswegen habe ich eigentlich auch mit keinem irgendwie ein Beef oder sowas halt, weil ich sage immer, Leben und Leben lassen und nach Feierabend habe ich gar keinen Bock, mich da wegen so einer Kinderkacke mit irgendwie mit einer Wolle zu kriegen, weil jeder von euch kennt das, man hat schon genug Scheiß um Ohren. Und wenn man dann, wie gesagt, nach Hause kommt, ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben, ein bisschen, ne,
mal einen Stream anschmeißen, ein bisschen dumm quatschen, tolle Leute im Chat haben. Das ist irgendwo das macht Spaß. Ne? Da brauche ich mich nicht mit irgendwem zanken oder irgendwem ärgern. Deswegen verstehe ich mich auch mit allen gut. Ein paar haben schon gesagt, wie kannst du mit Oldschool und so. Ich komme mit ihm super klar. Finde ich ein ganz dufter Typ halt. Und ich gebe jedem Menschen... Jeder Mensch kriegt von mir den gleichen Respekt, ne, wie jeder andere auch. Und solange mir keiner von hinten Messer in den Rücken rammen will, bleibt das auch so. Ne, also das ist, weiß ich nicht, also das, so bin ich erzogen worden und das finde ich auch richtig so, dass ich keinen Menschen vorverurteile, sondern ich mache mir selber ein Bild. Und wenn ich mit den Leuten gut klarkomme, die in meinen Augen zu mir ehrlich sind, ich habe kein Problem damit, ich muss nicht mit jeder Meinung gerade ausgehen, was jemand mal gesagt hat oder was jemand vertritt, das muss ich nicht machen. Aber wenn ich den Menschen respektieren kann und er zu mir ehrlich ist, dann komme ich damit auch gut klar. Das sei auch mal so gesagt und mal so ein paar Kleinigkeiten mal, die einige Fragen, das sind so Fragen, die kamen immer mal wieder mal über so als PM über Facebook oder auch über YouTube oder so weiter. Ne, das sind so, wie gesagt, so Kleinigkeiten. Ob es nun Ryukat, Alcaramba, Alex vom ProMod ist, ob es Grummel ist, ob es Mutality ist. Das sind alles Leute, ne, mit denen habe ich die ganze Zeit immer mal wieder zu tun und wir verstehen uns gut und ne, es gibt ja noch andere deutsche Streamer, was ich hier Warzone oder was der Kuckuck, wen halt, ne? Und wird alles dufte Typen, jeder anders, natürlich, jeder kann auch nicht jeden gucken und so weiter. Es gibt Leute, die sagen zu mir, Nossi, ich finde dich langweilig beim Stream. Ja, das ist, aber deswegen bin ich ja kein Böse, sondern ne, das ist ja alles Geschmackssache halt. Ne, der nächste sagt wieder, Alter, ich kann dem Alex vom ProMod nicht zugucken halt. Ne, der, keine Ahnung, gefällt mir, der Satz gefällt mir nicht. Ja, dann ist es eben so, dann guck wen anders. Ist überhaupt kein Problem. Da ist ja auch keiner böse drüber. Also ich finde das immer, alles mal ein bisschen lockerer sehen. Und im Endeffekt geht es auch um die schönste Sache der Welt, nämlich ums Zocken. Ne? Und das sollten wir alle weiterhin tun und ich würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn wir diesen Weg weiterhin gemeinsam gehen würden und gehen werden, weil ich finde, die Community, die ich wirklich jetzt, ich sag mal, hier um mich rum habe, also mit der ich wirklich aktiv auch zu tun habe, sprich durch die Kommentare unter den Videos oder unter irgendwelchen Posts, die ich mache oder Leute, die ich im TS, mit denen ich mich unterhalte oder im Stream. Ne, man kommt online, man hat dann, keine Ahnung, an einem guten Tag echt mal so 150, 200 Leute im Stream und die Stimmung ist einfach nur bombengeil. Ne, und da ist kein Geflame, kein Genörgel, kein oder so weiter, sonst ist alles gut. Ich meine, das ist doch was, das macht doch allen irgendwo Spaß. Ne? Und also mir ganz besonders und ich denke mal euch auch, sonst würden so viele von euch nicht wiederkommen oder die Videos wieder gucken oder sei es auch, wenn ich einen Replay kommentiere, die, ich sag mal, diese flapsige Art irgendwo. Ich meine, das bin ich. Ne? Ich werde mich da auch nicht ändern. Letztens hat sich einer beschwert von wegen, ja, du hast schon wieder, hast dich in der Überschrift von dem Video verschrieben und sagst immer Knifte und nur informationsloses Blabla. Ja, gut, ich meine, klar, wenn ich mich verschreibe beim Video in der Überschrift, dann passiert es eben so. Gut, dann bessert man es aus, alles gut. Wenn es 10-mal in 10 Videos passiert, ist es ärgerlich, aber trotzdem ist es kein Beinbruch. So, wenn ich Knifte sage, für mich ist eine Knifte, Punkt. Wem es nicht gefällt, natürlich, ne? Soll er woanders hingehen, ist ja auch alles in Ordnung und so weiter halt, ne? Also von daher, wie gesagt, entweder man kann Leute leiden oder eben nicht. Also ich mag auch nicht jeden, aber deswegen rede ich ja nicht schlecht über den, sondern einfach so, es ist einfach nicht so mein Menschentyp, mit dem ich klarkomme. Und ich meine, es gibt so viele Millionen Menschen auf der Welt. Ich denke mal, da wird man ja seine Leutchen finden, mit denen man gut klarkommt, mit denen man gerne zockt. Und ich denke mal, das hat sich so unter den, in der Community ganz gut getan. Also wie gesagt, um das jetzt nochmal zum Abschluss zu bringen, sonst quatsche ich hier 10 Minuten echt nur dumm rum, ist wie gesagt ein riesen Dankeschön an wirklich euch alle, ne? An jeden Einzelnen. Also jedes einzelne Abo ist super toll, jeder einzelne Follow auf oder jeder einzelne Like auf Facebook ist der Hammer. Und man sagt immer so gerne, ja, heute wieder 10 Likes, ist ja scheiße. Nein, geil, 10 Likes heute oder 10 Follows auf YouTube. Oh, heute nur ein Follow, ja, ein Follow auf YouTube, toll. Wieder einer, dem es gefallen hat. Und wie gesagt, alleine diese Möglichkeit, und das ist wirklich durch jeden Einzelnen von euch, diese Möglichkeiten, die sich mir ergeben haben, diese ganzen Events, Leute kennengelernt, das ist ja, das geht ja alles immer weiter irgendwo. Ich habe so viele Leute kennengelernt, ne? Sei es von Wargaming natürlich auch halt, sei es mal von dem Community-Team, sei es ein paar Entwickler mal kennengelernt. Dann natürlich die Leute vom Dega, ne, muss man auch mal sehen halt, ne? Die reißen sich da echt einen Arsch auf und machen so viel für die Community halt, ne? Auch super toll, echt die kennengelernt zu haben. Dann natürlich, sei es Minion, sei es Legi und so weiter, Freundschaften, die sich entwickelt haben, Rashi, Fabse und so weiter und so fort. Erschlag mich keiner, wie ich da vergessen habe und so weiter halt, ne? Also super klasse, die Mods auf Stream und so, im Stream und so. Also wie gesagt,
Dann natürlich noch die Leute von Garms Rudel halt, wo ich Mitglied sein darf, die mir die Freiheit geben zu sagen, Mensch, mach deine Videos, mach deine Streams und so weiter, hast keine Clan-War-Pflicht und keine Bollwerk-Pflicht und so weiter. Auch super toll, super klasse. Dann außer Presse irgendwie von Buff ganz viele Leute kennengelernt. Ne? Damals, das waren damals unsere Helden bei World of Warcraft und jetzt kennt man eigentlich so mehr oder minder jeden aus der Redaktion halt. Ne? Das ist total toll. Ne? Dann auch das PR-Team von Wargaming aus Berlin, super dufte, echt geile Typen, ne, total nett, ne, und wie gesagt, die sind nicht fürs Matchmaking verantwortlich, deswegen locker bleiben, ne, die machen die Pressearbeit und die machen sie richtig gut und sind total nette Leute, also echt Gruß an Jörn, Ingo und Tom, total klasse. Rico natürlich auch noch, der dann weg ist. Ja, also wie gesagt, die hätte ich ja alle gar nicht kennengelernt, wirklich ohne euch und das ist halt das, was mich an der Sache so, ja, was mich da wirklich dankbar macht und das finde ich toll und ich hoffe, wir gehen diesen Weg noch ganz, ganz, ganz lange gemeinsam, wird so weiterlaufen und wie gesagt, wenn euch meine Videos weiterhin gefallen und ich kann euch ein bisschen von eurem tristen Alltag erlösen, das heißt mal ein Schmunzeln aufs Gesicht und eine gute Unterhaltung bieten oder Entertainment oder wie auf der Gamescom, wo ich völlig überdreht war halt und mich haben echt, ich weiß nicht, wie viele Leute mich angeschrieben haben danach und sagte, Alter, da Zocken war scheiße, was er gemacht, das hat man auch gemerkt, weil es ging auch gar nichts das Wochenende, aber dein Entertainment war geil und es hat einfach Spaß gemacht, dir zuzuhören, dann freut mich das. Und damit sei das jetzt auch abgeschlossen. Also wie gesagt, vielen, 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 vielen lieben Dank an euch alle. Und ja, der Kanal wird natürlich weiterlaufen. Es wird viele interessante neue Projekte geben und auch viel, natürlich viele Projekte, die weiterlaufen werden. Und ja, bleibt alle gesund und lasst uns einfach weiter der tollsten Sache der Welt frönen, nämlich nach Feierabend einfach mal eine Runde zocken und es uns gut gehen lassen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.